Ciao. Herzlich willkommen bei einer neuen Ausgabe der Sendung Wake Up. Am Mikrofon begrüßen euch in altbekannter und bewährter Weise an dieser Stelle niemand geringerer als Konrad Möller und Christian Rolle. Heute haben wir wiederum sehr, sehr interessante Studiogäste für euch mitgebracht. Die Dame, die da so im Hintergrund noch redet, ist die Uschi Staracek. Hallo. Servus, Uschi. Hallo, servus. Mitgebracht hast du uns die Simona. Kienesberger, ja. Hallo Simona. Hallo, hallo. Freue mich, dass ich da bin. Danke für die Einladung. Neben euch Mädels sitzt niemand geringerer als Ossi Huber. Servus. Servus und ich freue mich, dass ich da sein darf. Habe keine Kosten und Mühen gescheut und bin um 5.30 Uhr ins Auto gestiegen in Klagenfurt, um bei euch da zu sein. Danke dir vielmals, dass du gekommen bist. Sehr gerne. In Wahnsinn, Honorarrechnung, dann Honorarhaupt, du wirst die. Ja, neben mir sitzt auch eine Dame, eine ältere Dame, wenn man das sagt, ältere und alte. Nicht im Rad, das ist die jüngste Künstlerin. Heute. Ja, ältere Generation, oder wie sagt man dazu? Die Monika. Ja, hallo. Hallo. Freut mich. Ich bin ganz neu da bei euch im Studio. Und ja, ich bin neugierig, was ihr mir für Fragen stellt. Und überhaupt, ich finde es nett, dass ich hier überhaupt teilnehmen darf. In einer ersten Fragestunde und Fragerunde kam schon auch von extern die Frage, wie kamst du überhaupt dazu, Musik zu machen? Du hast in einer anderen Sendung schon gesagt, dass du von deiner Tochter motiviert wurdest. Der Impuls kam aber für dich schon als Jugendliche. Ja, also ich wollte als junges Mädel wollte ich gern Jazzsängerin werden. Also ich bin schon wirklich, ich gehöre schon zu der Oldie Generation, Kriegskind nach Kriegszeit. Da bin ich aufgewachsen, aber das Leben hat anders gespielt. Das Leben hat mir gezeigt, du musst arbeiten, du musst eine Familie gründen. Und so habe ich, 53 Jahre war ich sehr fleißig, hatte einen sehr verantwortungsvollen Beruf. Und jetzt in meinen Pensionsjahren habe ich halt mal immer wieder gesungen. Meine Tochter schenkte mir vor 3 Jahren einen Gutschein auf Gesangsstunden. Die habe ich dann genommen. Und jetzt hatte ich schon 2 Shows. Ich habe Evergreens gesungen und ich habe Schlager gesungen und ich mag da jetzt in dieser Richtung weiter tun. Es macht mir einfach eine Riesenfreude. Natürlich, ganz im Hintergrund sitzt noch und die Managerin von Ossi Huber, nicht nur Managerin, sondern auch Booking-Managerin, die Gabi Krieger-Wolf. Hallo, grüß dich. Grüß euch alle mit Sommer, so wie man es in Tirol sagt. Und viele, die es ja schon wissen, ich komme aus dem schönen Land Tirol. Danke dir, dass du auch da bist heute. Danke euch auch wieder. Du Christian, hast ja nicht nur den Ossi Huber und Vertrag sozusagen, sondern andere mehr auch noch. Erst einmal der Name Vertrag, der klingt immer so brutal, gell? Schaut immer so nach Verhaftung aus. Ich habe die Freude, die Ehre, viele tolle Künstler zu betreuen, den Ossi Huber jetzt schon, wir sind schon 4 Jahre gemeinsam unterwegs, betreue auch schon die 3, die Austropop-Formation, sozusagen die Nachfolgeband von der Austria 3 seit 7 Jahren. Junge Künstler, Laura van Berg, momentan gerade der Shootingstar in den Charts, den Sebastian Krieger, der neue Austropop-Nachwuchs aus Tirol. Ja, also wenn ich jetzt alle aufzähle, nicht zu vergessen auch den Greg Bennis, den Ex-Frontman von Hot Chocolate. Aber wenn ich jetzt alle aufzähle, dann reicht eure Sendestunde nicht. Das ist das Problem. Einfach mal auf die Webseite von der Gabi Krieger-Wolf schauen oder vielleicht auf die Seite von der Lotus Event Center Halle, die sich im 22. Bezirk befindet, wo am 5. eine Sause steigt, die, glaube ich, alle Stücke spielt. Viele sprengt. Ich glaube, wenn die Gabi Krieger-Wolf und die Ursula Staracek und die Simona zusammenhelfen, dann glaube ich,
rockt die Hütte extrem. Ja, würde ich sagen, das ist die Künstler, was man schon weiß. 15 Künstler da, ja. Nicht unbekannte Künstler. Liebe Uschi, würdest du uns einige Mal verraten, die da am 5. im Lotus auftreten? Ja, hier steht in der Straße 43. Man darf ja nicht so viel verraten, oder? Ja, man darf nicht sehr viel verraten, aber die Künstler stehen ja auch schon am Plakat. Es ist Reinhold Bilgeri, die drei, auf die wir uns sehr freuen. Die Rea, Rebecca Raab, Andrew Young, Michael Seider, Maya Hackford, Gernot Graner, Reinhold Graner, Stella Graner und die Rotzwillinge, Erich Wolf, Willi Breinsack und ja, es wird sehr, sehr groß. Wir haben auch Karin von Vliet dabei, die Gott sei Dank die Visagistenarbeit für uns übernimmt. Wir haben eine Modeschau, weil wir einfach das Lotus Event Center zeigen wollen, wo Hochzeiten stattfinden, Clubbings stattfinden, Modeschauen stattfinden, kleine Hausmessen stattfinden. Und dank der Boutique Must Have aus dem 1. Bezirk haben wir ganz tolle Models. Wir haben auch Missen dabei, die am Laufsteg laufen. Ja, wird ein hoffentlich sehr schöner Abend. Wir sind jetzt schon eine Woche vorher ein bisschen so angespannt, weil es ist schon eine Aufgabe, ein neues Eventcenter mit dieser Vielfältigkeit zu präsentieren. Und schon langsam werden wir nervös. Monika oder Ossi, seid ihr vor Auftritten auch angespannt? Das gehört dazu. Also ich mache es jetzt wirklich schon wahnsinnig lang. Ich habe eigentlich angefangen als Gus Backus der Kirchgasse in Feldkirchen, das ist meine Heimatstadt, da war ich 11 Jahre, habe so eine akustische Gitarre gekriegt um 50 Schilling damals, die mir meine Mutter gekauft hat, und verstehe irrsinnig gut die Monika, wenn sie diese alten Schlager singt. Wie war das mit den Indianern oder was genau, war da? Da sprach der da alte Häuptling von Indianern. Wild ist der Westen, schwer ist der Beruf. Ja, und wie geht's weiter? Ich habe da den Gus Backus imitiert, aber ich konnte natürlich auch Bill Ramsey oder Siv Malquist, eine Oktave tiefer halt, und all diese Stars. Chris Howland zum Beispiel ist mir irrsinnig ins Herz reingestiegen mit seinem wunderbaren Texten und mit seinem Timbre in ganz tiefen Lagen, das er hatte. Ich bin ein unglaublicher Fan des alten Schlagers. Was kannst du so von Bill Ramsey a cappella von dir geben, ganz kurz? Ohne Creamy geht die Mimi nie ins Bett. Das war zum Beispiel. Ins Bett. Ja. Nee, ins Bett. Schau, die Monika assistiert. Wir, vielleicht machen wir ein Duo, Monika. Ja, warum nicht, ja. Ich bin dabei. Monika Ossi, ja. Hubert, die heute Gäste im Studio sind, hattet ihr schon mal einen Hoppla und versteckt ihr den vor den Zuschauern oder sagt ihr, okay, es ist passiert und ich fange neu an oder versucht ihr den zu verstecken? Also wenn ich jetzt das Wort ergreife, natürlich Hoppla. Wenn mir manchmal kurz der Text ausgeht oder wenn mir von hinten irgendwer winkt und ich plötzlich einen Blackout habe, dann muss man das halt ein bisschen übersingen. Ja, passiert. Ich finde, ja, es kann sein. Und ich habe ja nicht so eine große Auftrittserfahrung. Ich bin ja noch sozusagen ein Neuling. In dem Fall bin ich ja jung bei euch. Ein Küken. Oh, ein Küken. Holala. Und aber mir ist bei meiner letzten Show passiert, da habe ich von den Beatles einen Song gesungen und da habe ich ein kleines Teilstück total verhaspelt. Es war nicht All You Need Is Love? Das war's nicht. Nein. 64 und ich habe es als 84 gesungen. Ja. Vorausschauen. Naja, ich hätte ja nicht 64 singen können, das wäre irgendwie blöd gewesen. Ist aber gewesen, ne? An sich eine alte McCartney-Nummer. When I'm 84. Und da habe ich mich so verhaspelt bei dem einen kurzen Stück, da habe ich der Band dann gesagt, noch einmal. Und das ist eigentlich gut gekommen beim Publikum. Es war irgendwie ganz charmant. Und so habe ich das überbrückt. Ossi, wie ist es bei dir? Also mein größtes Hoppala ist mir passiert in einer Sendung mit einem sehr bekannten und großen Sender in Österreich, eine Live-Fernsehsendung, wo eigentlich die Musiker Playback auftraten, aber uns hat man gefragt, könnt ihr das nicht live machen? Und ich habe gesagt, naja, selbstverständlich. Ist ein Lied, das heißt Heimkommen, das ich posthum meiner viel zu früh verstorbenen Mutter gewidmet habe. Und
einer von unseren Gitarristen hat mich knapp vor dem Live-Auftritt gefragt, du, wie geht denn die zweite Strophe? Und bei mir waren dann so noch Louis de Funès Bretter, Bretter, Bretter. Und wir haben das Lied angefangen, wir sind cool da gesessen und bei mir war nach dem ersten Satz alles, aber wirklich alles weg, live. Und ich habe das dann überspielt mit einem Summen und ab der zweiten Strophe war dann Gott sei Dank wieder alles da und das hat eigentlich niemand gemerkt. Das Summen ist Gott praktisch. Im Prinzip glaube ich aber, dass Hopperlas unglaublich charmant sind. Wir haben das auf der Bühne öfter, nachdem es ja da absolut live zugeht. Ich verweise an Rod Stewart oder an Paul McCartney, die Nummern schon abgebrochen haben, weil sie die falsche Tonlage erwischt haben oder was auch immer. Die Leute lieben das, wenn es nicht so wahnsinnig amerikanisch perfekt ist, sage ich mal. Das ist richtig. Allerdings, ich habe an die Monika noch eine Frage zu stellen. Vielleicht, Ossi, du kannst dir da assistieren als Mensch mit etwas mehr musikalische Erfahrung, Verzeihung, wie du das sagst. Ja, ja. Wechseln wir mal nach Windöbling. Es gab da einen Entertainer, Künstler, Moderator, Peter Alexander Neumeier. Vielleicht nicht gleich bekannt. Peter Alexander sagt dann schon mehr. Kurzname. Ja. Hattest du auch schon mal die Ehre, vielleicht Ossi, irgendwo der Zusammenarbeit, damals ein ruhiger Mensch an sich? Ich hatte nicht die Ehre einer Zusammenarbeit, aber ein Gespräch habe ich gehabt. Der Peter Alexander ist ja immer nach Kärnten gekommen zum Ossiacher See und hat dort gefischt. Und nachdem ich früher einmal, als ich noch Tiere aus einem Fluss ziehen konnte, das gelingt mir heute natürlich nicht mehr, ist es zu einem Gespräch gekommen. Das war unglaublich charmant und das vergesse ich nie. Ich habe den Peter Alexander sehr, sehr bewundert, weil er ein Meister seines Fachs war und ein unglaublich toller Sänger. Man muss sich ja vorstellen, in Zeiten, in denen er gesungen hat, da gab es ja diese ganzen künstlichen Channels, die heute in einem Studio eingebaut sind, um einen wirklich singen lassen zu können. Das gab es ja damals nicht. Der hat wirklich live ins Mikro reingesungen und das, was er reingesungen hat, ist auch rausgekommen. Und dafür nachträglich und posthum höchste Ehre. Ossi Huber, wir hören jetzt ein Lied von dir. Stopp, ich muss eingreifen. Du musst eingreifen, kurz vorher? Total, okay. Ja, wenn wir bei Peter Alexander sind. Ich gehe ja hin und wieder auch beim Neumeierplatz vorbei. Übrigens, heurigen Gegend, das hatte ich auch gerne gehabt. Aha. Über die Villa verlieren wir jetzt keine Worte, das ist so eine traurige Geschichte. Aber ich glaube, Monika, Wien, nur du allein. Ja. Ist so ein Lied, was ja auch geprägt hat. Ja, so. Glaube ich schon, ja. Ich würde sagen, hören wir da mal rein. So soll ich euch das jetzt singen? Wir wollten am Schluss. Naja, zuerst Wien und dann erst Amerika, ja. Okay, gut. Ja. So ist es. Nein, das ist eine andere. Ist falsch. Oder muss ich singen? Es ist das Falsche. Es ist das Falsche. Falsche, ja, Christian. Aber daran sieht man, dass... Das ist also so ein Hoppala. Aber daran sieht man, dass die Sendung einfach live ist. Ja. Ja. Da gibt es ein anderes. Unter den... Okay. Unter dem... Ja, käme ich schon aus. So. Schauen wir mal. Ich habe schon. Mit Piano. Schauen wir mal da. Was sieht ihr daran? Life is Life, ne? Opus. Life is Life. Nächste Woche life bitte zuhören. Und dann gibt es auch Straßengel was Neues, ja. Aber jetzt mal aus Wien was Neues und dann gleich nach Amerika zum Ossi Huber. Tja, wann er will. Schauen wir mal. Na, wenn er nicht, der dauert ein bisschen. Ah, da, ein bisschen. Na gut, ja, wir sind ja live. Alles gut. Kommt er? Na ja, schauen wir. Er kommt nicht. Er spielt nicht. Spielen tut er? Er kommt. Er kommt. Dann ziehen wir. Aber. Ah, doch. Ah, doch. Aber jetzt. Ein bisschen. Aber jetzt. Mein Herz und mein Sinn schwärmt stets nur für Wien, wie es weint, wie es lacht.
Ja, da bin ich heute saus. Ja, da bin ich heute saus. Bei Tag und noch mehr bei der Nacht. Und keiner bleibt kalt, ob jung oder alt, der Wien, wie es wirklich ist, kennt. Muss ich einmal fort von dem schönen Ort, dann hat meine Sehnsucht kein End. Da hör ich aus weiter Ferne ein Lied, das singt, das klingt, das lockt und zieht. Wien, Wien, nur du allein, soll stets die Stadt meiner Träume sein. Dort, wo die alten Häuser stehen, dort, wo die lieblichen Mädels gehen. Wien, Wien, nur du allein, soll's stets die Stadt meiner Träume sein. Dort, wo wir glücklich und selig sind, ist Wien. Ist Wien mein Wien? Mein Herz und mein Sinn schwärmt stets nur für Wien, wie es weint, wie es lacht. Dort kenne ich mich aus, ja, dort bin ich heut zuhaus, bei Tag und noch mehr bei der Nacht. Und keiner bleibt kalt, ob jung oder alt, der Wien, wie es wirklich ist, kennt. Müsste ich einmal fort von dem schönen Ort, dann hätte meine Sehnsucht kein End. Da hör ich aus weiter Ferne ein Lied, das singt, das klingt, das lockt, das zieht. Ja, Wien, Wien, nur du allein, soll stets die Stadt meiner Träume sein. Dort, wo die alten Häuser stehen, dort, wo die lieblichen Mädchen gehen. Wien, Wien, nur du allein, soll stets die Stadt meiner Träume sein. Dort, wo ich glücklich und selig bin, ist Wien. Ist Wien mein Wien? Wunderbar. Wunderbar, wunderbar, Monika. Und das alles live. Mit Herz und Seele. Mit Gefühl. Wirklich schön. Wer hat dich da am Klavier begleitet? Weiß ich nicht. So ein Playback. Sorry. Aber, Ossi Huber, jetzt hören wir von dir ein Lied von deiner CD Wieder da, das Amerika. Geht es da um die Zeit, wo du in Amerika drüben warst? Nein, es ist ein Klischee-Song. Bei mir ist es so, wenn ich so eine Wanderung mache auf einem kleinen Berg, dann passiert es oft, deswegen habe ich mein Handy immer mit, dass mir beim Raufgehen der Text einfällt und beim Runtergehen die Melodie. Und wenn ich dann zu Hause bin, ist das Lied im Prinzip fertig. Das heißt, du gehst gerne im Burgenland wandern, weil da gibt es ja so viele Berge. Nein, in Kärnten gibt es schon richtige Berge. Also. Aber dieses Amerika ist mir eingefallen während einer Kur. Ich habe früher irrsinnige Kreuz-, also Rückenprobleme gehabt. Und da bin ich direkt bei einer Fangotherapie gewesen.
Und da ist mir das Lied eingefallen. Da kann man sich gar nicht wehren dagegen. Da kommt auf einmal so ein Text daher und dann sage ich, okay, ich mache jetzt so richtig ein Amerika-Klischee. Bin dann nachträglich draufgekommen, dass ich mich irgendwie als Prophet sogar betätigt habe, weil dass Donald Trump in Amerika Präsident wird, das hat er zu dem Zeitpunkt noch nicht gewusst. Und dass Richard Lugner die Goldie Horn einmal zum Wiener Opernball führt, hat auch niemand gewusst. In dem Lied ist es aber schon drin. Okay, und als nächstes hören wir dann wahrscheinlich gleich anschließend, ich bin wieder da, so wie deine CD ja heißt. Ja. Meinst du damit, du bist wieder von einem Ausland Aufenthalt zurückgekommen? Nein, das ist ein schmerzvolles Erlebnis gewesen. Ich habe ja mit der Gruppe Humus 5 Jahre zusammengearbeitet, habe diese Gruppe auch zusammengestellt. Und der Dragan Janius, der heute bei mir in Ossi Huber und Band sitzt, hat den Namen erfunden. Und da hat die Chemie nach 5 Jahren nicht mehr gestimmt. Sowas darf passieren, kommt im besten Haushalt und in den besten Bands vor. Und wir mussten uns trennen und meine ehemaligen Freunde haben den Namen behalten, weil ich darauf verzichtet habe. Ich habe gesagt, okay, ich fange einfach nochmal von vorne an mit meinem eigenen Namen. Und da bin ich so circa 7 Monate wirklich in einer Depression daheim im Wohnzimmer gesessen und hätte ohne psychologische Hilfe nicht mehr herausgefunden. Als ich dann aber herausgefunden habe mit meinen neuen musikalischen Freunden, einer davon ist in Wien tätig, hat da ein Musikstudio, das ist der Didi Baumgartner, der früher mal mit Peter Cornelius gespielt hat und jetzt mit dem Freeman Singers unterwegs ist. Und der Peter Gröning, unser Schlagzeuger, der eigentlich aus Ostdeutschland stammt und 1983 eine halsbrecherische Flucht angetreten hat, da könnte man Bücher drüber schreiben, die haben mich so froh gestimmt, diese 3 Jungs, mit denen ich da unterwegs sein darf, dass ich gesagt habe, das erste Lied, das wir mit der neuen Band aufnehmen, das heißt, ich bin wieder da. Okay. Christian, hören wir mal rein in das Lied, Amerika? Sehr gerne. Und schauen wir mal, was wird Donald Trump oder Joe Biden? Who will know? No. Nobody knows. Nach Utah gibt's zum Frühstück Erdnussbutter, am Abend im TV die Super Bowl. Am Mississippi steht ein Hippie mit zerrissenen Jeans. Ich hau mich auf den Highway, nimm ihn mit nach New Orleans. Ich promenier durch Hollywood, die Filmstars kenn ich alle gut, den alten Rooney, George Clooney, Brad Pitt. Ich ruf die Goldie Hawn und sie geht mit mir auf ein Café. Die Angelina trifft uns in Santa Fe. Amerika, Amerika, du unergründlich weites Land. Amerika, Amerika, deine Kultur und deine Bürger bringen mich um mein Verstand. In der Fifth Avenue Café, rot-weiß gestrafte Schuh, die sind ein Hit, die Filme fit in New York. Man spricht von Donald Trump und Forrest Gump, gesehen hab ich die nie. Dafür hab ich den Elvis gehört in Memphis, Tennessee. Einen alten Chevrolet, den Mitty vor, damit noch Dodge Kitty trifft den Sheriff an der Bar in meinem Salon. Wir stehen wie Zecken an der Decke bis zum bitteren End. Auf der Bühne spielt der Hühne und sein Country Band. Amerika, Amerika, du unergründlich weites Land. Amerika, Amerika, deine Kultur und deine Bürger bringen mich um mein Verstand. Amerika, Amerika, du unergründlich weites Land. Amerika, Amerika, deine Musik und deine Bürger bringen mich um mein Verstand.
Jetzt sind wir wieder zurück aus Amerika, gell? Ja, jetzt sind wir wieder zurück und jetzt hören wir dann. Ich bin wieder da von der Ossi Huber Band. Ossi, wie würdest du das Lied selbst ankündigen? Genau. Ich würde einfach sagen, nach vielen Buckeln, die mir das Leben beschert hat, habe ich einfach durchgehalten und heute bin ich wieder da. Okay, Christian, lass uns mal reinhören in das Lied. Los geht's. Los. Ich bin wieder da, war eine Zeit lang weg vom Fenster. Dann sitzt du da und denkst an schwere Stunden. Und ich bin so froh, weil alles geht vorbei und wir haben uns gefunden. Packt aus die Gitarren und huck mir's an und spül uns ein Lied so wie damals. Es ist lang, lang her, es ist lang. Ich bin wieder da und ich hab die halbe Welt gesehen. Bin auf Bali in ein Zelt gelegen, wie damals am Teich. Und ich freu mich so, weil mir was gefällt hat, das Spülen und Singen mit euch. Erinnert's euch noch an die Melodie. Es ist lang, lang her, es ist lang, lang her. Lang her. So schön ist es, wenn man Musik zuhören darf, oder? Ja, ja. Ossi, kurz eine Frage. Ich glaube, von deinen Liedern, was ich bis jetzt gehört habe, du setzt verschiedene Instrumente und auch verschiedene Höhen und Töne ein in deinen Liedern, stimmt das? Beziehungsweise auch ein paar technische Hilfsmittel habe ich entdeckt. Oder, ja. Jetzt muss ich dir aber fragen, welche technische Hilfsmittel bitte? Naja, es klingt der Sound recht voll. Naja, der ist komplett live gespielt von vier Herren. Wobei ich sagen muss, ich bin als Instrumentalist mit Abstand der Schwächste in unserer Band. Meine Stärke ist es einfach, diese Texte und diese Melodien zu empfangen. Es klingt so extrem rund, so ohne Ecken. Ja, aber da muss man uns einmal live zuschauen kommen, so klingen wir einfach. So das sind ja vier ältere Herren aus Kärnten, die einfach so klingen. Und was man vielleicht meinst du das, bei den Gitarren hört, da sind jede Menge Rickenbackers dabei, zwölfseitige, sechsseitige. Ich bin einer der größten Fans von Tom Petty, der leider vor zwei Jahren verstorben ist. Und diese Musik, die der Bursche gemacht hat, die hat mich sowas von begleitet mein Leben lang. Diese Heartbreaker-Musik? Ja, und dem habe ich irgendwie, das hört man auch, wenn man genau hinhört,
hört man den Gitarrensound. Ich stehe unheimlich auf diese Art Musik und wir versuchen das einfach heute halt mit österreichischen Texten umzusetzen. Aber Ossi, du weißt, wer noch auf der 12-seitigen spielt? Ja. Sissi Top. Ja. Ja. Liebe ich. Ich auch. Doubleback, Wahnsinn, viel Musik. Was ist dir lieber zu spielen, die 6- oder 12-seitige? Oder, ja. Also ich bin, weil ich habe zu Hause eine 6-seitige. Ich bin neben dem, dass ich die Lieder singe und interpretieren darf, bin ich ein mittelmäßiger Gitarrist, der aber auch im Studio spielen darf, aber mein Instrument ist eigentlich der Bass. Also Stahlsaiten oder Natursaiten? Auf der akustischen Natursaiten. Finger Black Drum? Oder naja, ohne Black Drum, Fingerpicking, so gut ich das kann, aber die anderen zwei Herrschaften bei mir in der Band, die sind Meister ihres Fachs und die darf dann zurückgreifen auf 4 Saiten und bediene den Bass. Okay. Ich glaube, du musst dann unbedingt zu der Oschi Staracek ins Lotus kommen, weil dann siehst du jemanden, der ganz anderes Instrument spielt. Ich glaube, 7 hat er an der Zahl oder noch mehr. 7. Und zwar den Saxophonisten. Andrew Young. Ja, geil, auf sowas stehe ich. Wir haben, das darf ich jetzt noch kurz anfügen, wir haben vor vielen Jahren beim Donauinsel festgespielt auf der Hauptbühne, da waren an die 70.000 Leute, gemeinsam mit einer Band aus München. Die waren unglaublich, das waren 7 Leute, die da auf der Bühne waren und die haben bei jeder Nummer haben sie die Instrumente gewechselt. Das heißt, es haben 7 Leute Bass spielen können, Gitarre spielen können, Keyboard spielen können, Schlagzeug spielen können, singen können. Was fehlt jetzt noch? Saxophon war noch dabei. Also schier unglaublich. Aber Christian, als nächstes hören wir ja jetzt ein Lied wieder von unserer Frau Monika, die Sängerin. Welches, Monika, singst du uns als nächstes? Naja, ich habe mir gedacht, ein bisschen zur Abwechslung, etwas Englisches mal. Und da können alle vielleicht gut mal zuhören, weil das ist ein guter Tipp für alle. Catch a Falling Star. Catch Falling Stars. Okay, Christian. Los. Kennst du das auch, Ossi? Catch a Falling Star. Catch a Falling Star. Oder ich glaube, Ossi, ja, jetzt hört uns. Ich hoffe, das geht gut. Schauen wir mal. Catch a Falling Star, kennst du das, Ossi? Ja, natürlich. Ja. Aber ich kann keinen Text, wie immer, ich kann meine eigenen Texte auch nicht. Wir versuchen da mal zu starten. Ja, ist eine Live-Sendung, ist genial, finde ich. So, also. Catch a falling star and put it in your pocket. Never let it drift away. And when your troubles start in multiplying, and they just might, it's easy to forget them without sighing. You've got a pocket full of starlight. Catch a falling star and put it in your pocket. Never let it drift away. Catch a falling star and put it in your pocket. Save it for a rainy day. And when you're caught in multiplying, and that just might, it's easy to forget them without crying. You've got a pocket full of starlight. Pocket full of starlight. Catch a falling star and put it in your pocket. Never let it drift away. Catch a falling star and put it in your pocket. Save it for a rainy day. And when you're multiplying, they just might. It's easy to forget them without crying. You've got a pocket full of starlight. Pocket full of starlight. Catch a falling star. Never let it drift away. Catch a falling star and put it in your pocket. Save it for a rainy day. Rainy day.
never let it drift away. Save it for a rainy day. Never let it drift away. Ich glaube, Habe ich den Anfang ein bisschen verhaspelt, weil es zu spät angefangen hat. Aber es ist ja eine Live-Sendung. Richtig. Ja. Ich glaube, Marilyn Monroe wäre rot geworden, oder? Ja, ich glaube schon. Uschi, aber wie siehst du das? Ja, ich finde sie, Monika, sehr tapfer, dass, wenn man trinkt, nur 3 Jahre Gesangsausbildung, viele andere brauchen dazu Jahre. Aber man kann sich ja die Kunst auch anders anschauen, gell, Monika? Und Usche, nämlich in Galerien. Genau. An der Wand hängend. Ja. Genau. Sozusagen. Aber wie funktioniert das? Da ist ja keine Musik dabei. Oder doch? Ja, manches Mal bei den Vernissagen. Aber Simona wird jetzt über unsere Galerie was erzählen. Das ist nämlich unser zweites großes Steckenpferd. Die Heimat, die zweite Heimat. Ja, danke. Wir haben einen super Start mit einer tolle, tolle österreichischen Künstlerin, die Birgit Sauer. Dank der Frau Koschatzki. Sie hat uns das unterstützt, dass die Frau Birgit für uns eine super Ausstellung macht. Ihre Kunst, es ist unglaublich. Es besteht so aus Alubleche mit Airbrush. Ihr könnt das noch bis zu 18. September vorbeikommen und anschauen. Und der nächste Vernissage wird das sein am 24. September mit dem Camilo Stepanek. Auch einen sehr bekannten österreichischen junge Künstler. Und wir haben noch viele noch im Programm bis Ende des Jahres. Dadurch mit... Genau, und unsere Galerie ist in der Domgasse 6, heißt Galerie Domgasse. Und was ganz toll ist, dass die Simona es geschafft hat. Wir sind ein richtiges Frauenteam. Ja, Frauenpower. Aber glaube ich, muss nur ein paar Schritte weitergehen, gell, Monika? Wenn man ein paar Schritte weitergeht von der einen Galerie, kommt man zu einer anderen Galerie. Ja, zu meiner Galerie in der Nähe von Bronacher, wer darf ich ja nicht sagen. Ich habe die jetzt auch schon seit 20 Jahren und ich betreue Künstler aus, eigentlich ist, die Galerie heißt Zur, also Süden. Und ich betreue Künstler, die in Wien Heimat gefunden haben, aber aus südlichen Ländern stammen. Also das ist zumindest der das Hauptprogramm bei mir gewesen. Und mittlerweile haben wir also eine nette Gruppe, die immer wieder auch ausstellt. Jetzt leider seit März ist natürlich nichts gewesen. Aber ich starte im September, Ende September wieder. Und wir machen dann jetzt auch mal Vorträge und was man halt so mit weniger Leuten, weil sonst bei einer Vernissage kommen immer natürlich 80, 90 Leute rein, aber das ist jetzt viel zu viel, 20, 25 maximal, kleinere Veranstaltungen mit irgendeiner Einleitung, mit ein paar netten Worten oder auch vielleicht mit einmal mit ein bisschen Musik, ja. So werden wir es weiter versuchen, werde ich es auch weiter versuchen. Vielleicht, Simona, kannst du einen Ausblick geben, was so in der Galerie bei euch in Zukunft passiert? Wie gesagt, ich habe gerade einen Verein gegründet für die unbekannte Künstler und wir wollen jetzt für November eine Provokation für die Künstler, und zwar eine israelische Künstlerin und eine syrische Künstlerin, eine Parallel. Und da wird sicher eine tolle, tolle Sache für unser Projekt. Und wir freuen uns sehr. Und wollen wir natürlich auch so Charity-Sachen und Vernissagen und kleine Zahl von Personen. Wir müssen uns halt an den Regeln einhalten. Aber bei uns, es bietet schon einen großen Platz. Bei uns ist eine Fußgängerzone und wir können fast auch im Freien, bis Zeit, Wetter uns noch erlaubt, auch draußen sammeln und reiheweise in der Galerie reingehen und anschauen. Ja. Okay. Monika, das nächste Lied, was wir von dir hören, ist?
Ja, was wollt ihr? Quando, quando. Quando, quando. Eines meiner Lieblingslieder. Aber ihr müsst leider noch ein bisschen warten. Zuerst kommt noch. Quando heißt ja. Wann? Ein bisschen muss man auch auf den Ossi Huber noch warten. Ja. Ich habe ein gewisses T-Shirt an, das hat einen gewissen Grund. Ja, ich ziehe mich manchmal nach Anlässen an. Ja. Auf meinem T-Shirt steht was, die Hörer können es nicht sehen. Vielleicht ich kann es auch nicht lesen. Ich sitze dahinter. Guns and Roses. Guns and Roses. Jetzt ziehe ich einmal zu dem Ossi Huber rüber. Ja, hallo, servus. Paul McCartney haben wir zuerst auch einen Plan irgendwie gehabt. Ja, oder? Ja. Und er hatte mal 1994, glaube ich, war das ein Konzert in der Wiener Stadthalle. Und da kam ein Song vor, von dem Duo Lennon-McCartney. Der nennt sich, ja, wie nennt er sich? Später haben ihm dann Guns N' Roses interpretiert. Im Moment spiele ich einmal, damit ja, wir schön präsentieren, dass auch die Sendung Wake Up die Sendung der Gegensätze sein kann. Von Wiener Lied bis hin zu Hard Rock, ja, das will ich nur damit präsentieren. Wir hören rein einmal. Keine langsame Version von Paul McCartney, sondern eine ganz schnelle Nummer. Und dann kommt wieder eure Musik mit Quando Quando. Nur um mal Gegensätze aufzuzeigen, ja? Wie schwer und wie unterschiedlich das sein kann. Und wir werden es am 5. September im Lotus auch erleben können, wie sehr Gegensätze sein können, aber wie schön das auch sein kann. Hören wir da jetzt mal rein bei einer Band, die sich auch auf einem chinesischen Album wieder neu erfunden hat, nämlich die Guns N' Roses. Duff McKagan und seine Jungs und natürlich auch, ja, damals der Slash und ein paar andere auch noch mehr. Live and let die, let the music speak. You were young and your heart was an open book. You used to say live and let live. No, you did. But if this ever changed. Live and let die. Live and let die.
Ja, das waren es aus dem Album Use Your Illusions One, Guns N' Roses. Ja, und jetzt kommen wir von Rock'n'Roll wieder zu alten Lied. Das war Hard Rock. Hard Rock, okay, Hard Rock, Rock'n'Roll, Hard Rock. Ist das nicht das Gleiche? Wir kommen zu was Softeren. Ja, Softeren, etwas ganz Alten. Ja, ein großer Sprung. Großer Sprung in die Vergangenheit. In die Vergangenheit. Die Monika wird uns jetzt dann wieder live singen, Quando, Quando. Quando, Quando. Naja, das ist jetzt auch sehr aktuell, weil wir wissen nicht, wann es wieder losgeht. Hallo, hallo. Ja. Ist es dann die Geschichte mit den Halbtönen? Wie? Gibt da immer so zwei Versionen bei dir, Halbtöne oder Nicht-Halbtöne? Ja, ihr werdet es ja hören. Ja, okay. Sie verrat es nicht. Gut, na dann. Müssen wir reinhören, Christian, oder? Dass wir es wissen. Sag mir wann. Das hat nichts mit einer Quando-App zu tun, die es von den Wiener Linien gab, ja? sag mir wann. Sag mir Quando, Quando, Quando. Ich dich wiedersehen kann. Ich hab immer für dich Zeit. Sag mir wann. Sag mir Quando, Quando, Quando. Ich dich wieder küssen kann. Unter Palmen so wie heute. Lasst uns träumen vom Meer, einen Traum von Amore, denn so schön wie im Traum kommt mir dann das Leben vor. Sag mir wann, sag mir quando, quando. Quando, ich dich wiedersehen kann. Sag mir wann. Sag mir quando, 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 ich dich wieder küssen kann. Unter Palmen so wie heute. Lasst uns träumen vom Meer, einen Traum von Amore, denn so schön wie im Traum kommt mir dann das Leben vor. Sag mir wann. Sag mir quando, 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 ich dich wiedersehen kann. Ich hab immer für dich Zeit. Ich hab immer für dich Zeit. Bravo, bravo, Monika. Wann ist so die Frage, wann kommt der Ossi wieder dran? Der Ossi kommt jetzt dran und von wann seiner CD Ossi Huber Band Geschichtenerzähler. Geschichtenerzähler. Oder sagen wir, probieren wir es auf Tirolerisch, Geschichtenerzähler. Genau. Geschichtenerzähler. Da hören wir das Lied Bleib bei dir.
Um was geht's da in den Lied, Ossi? Oder Gabi, vielleicht kannst du mal ausholen, wie kannst du dem Ding? Oder wie kann, ja. Ich kann mich noch gut erinnern, wo wir das Album gemacht haben, Ossi, gell? Bist du mit diesem Titel Bleib bei dir gekommen? Ich habe gesagt, warum Bleib bei dir? Soll es nicht heißen Bleib bei mir oder so? Und du hast da ganz eine tolle Geschichte mit dann erzählt. Es war deine Tante oder genau. Tante war es, gell? Also Bleib bei mir, das gibt es schon so oft. Bleib bei dir ist eine authentische Geschichte, die mir selber passiert ist. Ein sehr bekannter Moderator in Kärnten hat zu mir einmal gesagt, Ossi, du bist eigentlich nebenberuflich Geschichtenerzähler. Und auf diesem Album Geschichtenerzähler sind neben, ich glaube, es sind 8 Songs drauf, auch erzählte Geschichten drauf, die alle mit meinem Leben in irgendeiner Form zu tun haben. Ich habe schon erwähnt, dass meine Mutter, die hat mich vom Internat auf eine traurige Art und Weise befreit, nämlich leider Gottes mit ihrem Tod, den ich noch dazu eine Nacht vorher geträumt habe. Und ich bin dann in dem Pubertät, in dem wilden Pubertätsalter gewesen, habe irrsinnig viel Fehler und wahnsinnig viel falsch gemacht und hatte eine Tante, die Tante Albina, die mich auf den rechten Weg zurückgeführt hat. Die hat mir so wunderbar, ist eine Bäuerin gewesen, die mir wunderbare Geschichten erzählt hat. Und der Sukkus unterm Strich war eigentlich immer, dass ich gesagt habe, Bur, bleib einfach immer bei dir, dann kann überhaupt nichts passieren. Und das ist eines meiner Lebensmottos, einfach immer bei sich selber zu bleiben, sich nicht zu verstellen, sich nicht zu verdrehen, sondern der zu sein, der man in Wirklichkeit ist. Monika, was ist dein Lebensmotto so in 1-2 Sätzen zusammengefasst? Nicht aufgeben, am Ball bleiben und mehr die Sonne sehen als den Schatten. Gabi? Sich selber lieben und positiv denken. Uschi, wie sieht es da bei dir aus? Viel Zeit zum Träumen nehmen, damit man irgendwann wieder stark durchstarten kann. Simona, was ist so dein Lebensmotto? Ja, kämpfen und positiv bleiben. Konrad? Kämpfen und das Leben genießen. Isaac, ich habe das Motto von Roland Thüringer, aufgeben wie der Brief. Das war so ungefähr schon so die Verabschiedungsrunde für diese Sendestunde. Danke, dass ihr alle da gewesen seid. Eine ganz, ganz spezielle Runde, in der zwar die Sabine Stieger aufgrund kurzfristiger Verpflichtungen gefehlt hat, aber sie kann ja gerne wieder mal kommen. Sie kommt sicher sehr schön. Doors are open, wie man so schön sagt. Und ja, hören wir mal rein. Ossi, wie heißt das Lied nochmal für die Leute, die es erwerben wollen? Oder wie heißt der Tonträger? Der Tonträger heißt Geschichtenerzähler, ist einer von 3 Tonträgern, die wir mit Ossi Huber und Band aufgenommen haben. Und dieser Titel heißt Bleib bei dir. Mhm. Wie findet man dich im Internet? Wir haben eine Homepage, die heißt www.ossihuber.at. Den Ossi schreibt man mit 2 S. Ich heiße eigentlich Oskar, aber seit der ersten Volksschule sagen die Ossi zu mir. Wie findet man das Lotus Event Center im Internet? Unter www.lotus-event.at. Ja. Und Monika, wie findet man dich im Internet? Dabei, das muss ich erst aufbauen. Okay, gut, das hören wir aber dann. Aber wir helfen nicht dir dabei, keine okay, Sorge, wir bitte sind Profis. Gabi, wie findet man dich und deine Künstlerinnen und Künstler? Meine Agentur ist www.artist-backoffice.info. Okay. Ja. Alles nachlesen kann man wie immer auf www.wegebarrage.com. Ja, und natürlich auf www.cbafro.at könnt ihr reinhören, diese Sendung nachhören und natürlich auch auf der Orange-App. Liebe Zuhörer, es ist wieder eine Sendung Wake Up zu Ende. Ja, nette ciao, Sendung. Nette Sendung. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Tschüss, ciao von Konrad Müller und Christian Rolli. Und jetzt hören wir rein in das Lied von Ossi Huber, Bleib bei dir. Danke fürs Zuhören und bis zur nächsten Ausgabe. Hör auf, woanders zu sein als da, im Jetzt und Ist. Hör auf, jemand anders zu sein als der, der du bist. Sei still und nicht betroffen, komm endlich heim, die Tür steht offen,
und dann bleib, bleib bei dir. Ich war in großen Städten, bin an Stränden gelegen. Ich hab fremde Menschen, fremde Länder gesehen. Hab viel gelernt und so viel gelesen, doch ich hab nie vergessen, wo ich herkomm und wo ich hingehe und wer ich bin. Bleib bei dir, hat mein Großvater gesagt. Bleib bei dir, sei einfach du. Verstell dich nie, tu nicht was andere von dir wollen. Sei einfach du. In der kleinen Gossen hab ich gespürt als Kind. Da ist ein altes Haus gestanden, das ich heut nimmer find, weil das Haus ist verschwunden, doch ich hab was anders gefunden und ich bleib, wer ich bin, ich bleib bei mir. Bleib bei dir, hat mein Großvater gesagt. Bleib bei dir, sei einfach. Verstell dich nie, tu nicht was andere von dir wollen, sei einfach du. Bleib bei dir, hat mein Großvater gesagt. Bleib bei dir, sei einfach du. Verstell dich nie, tu nicht was andere von wollen, sei einfach du. Ja, alles zum Nachhören auf www.ruhigerbranche.com. Orange 94.0, das freie Radio in Wien. Orange 94.0 ist das einzige freie Radio in Wien und leistet seit 1998 einen wichtigen Beitrag zur Medienvielfalt in Österreich. Als freies Medium ist Orange 94.0 werbefrei, parteipolitisch unabhängig und agiert nicht kommerziell. Mit 500 Radiomachenden und 150 Sendereien ist Orange 94.0 das größte Community-Radio im deutschsprachigen Raum. Orange 94.0 lädt Menschen unterschiedlichster Herkunft ein, Radioprogramm zu gestalten. Aktuell senden ehrenamtliche Radiomachende auf 25 Sprachen Programm. Alle Infos zum Programm, zum Mitmachen und zu Radioausbildungsangeboten unter o94.at. Figurista di Soit Ballerino. Fialkovi, das Koschni Buket. Foto raznih blud. Foto radio bašnji. Fazan rysuje babočku. Futbol ruskih babušek. FRB može to značit mnogo. Freie Radio Beitrag označaje podješku dla Radio Orange 94.fm. Vsja info na domašnji stranici www.o94.at dok baši bukvi FRB. Blues Time von Norbert Egger. Immer zu hören am vierten Samstag im Monat von 14 bis 15 Uhr in Radio Orange 94.0. 17:30 برنامه تفریحی وطندار شنبه ها 5:30 الی 6:30 شام از نارنج. 18:30
Aki and Saltfish, Austria's premier reggae show on Orange 94.0. 20 Uhr. Radio Widerhall, bewegtes Radio für politische Alternativen. 21 Uhr. Glasba protive Trenjača, eine Sendung über alternative Musik und Kultur am Balkan. Orange 94.0, das Freiradio in Wien.